Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, heute an einem sehr feucht, dunklen, kalten Tag. Man würde denken, der Herbst ist zurückgekehrt, obwohl hier alles grünt und blüht und es geht ja eigentlich in Richtung Frühling. Wir sind heute tapfer, wir bleiben hier auf unserer Terrassenküche und zwar mache ich euch heute einen Hühnersalat und zwar ein bisschen mehr, als ich normalerweise mache, weil das... Davon kriegen mehrere Personen was ab. Und wenn ich mir schon mal diese Mühe mache, dann für die vielen Personen. Ich habe einen Suppenhuhn gekauft. So ein Ding. Das hat 3 Stunden geköchelt mit sehr viel Gemüse in der Brühe. Daraus habe ich mir einen Hühnerfond gemacht. Der kommt irgendwann mal noch hier zur Geltung. Und das Fleisch habe ich abkühlen lassen, klein geschnitten. Und jetzt machen wir einen fruchtigen Hühnersalat. Dazu nehme ich Orangenspalten, frische Orange. Jetzt wundert euch nicht, der wird ein bisschen abenteuerlich, aber ich habe ihn schon häufig gemacht und ich weiß, wie gut er ist. Dieses sind Datteln, die habe ich in kleine Streifchen geschnitten. Ich habe Datteln ohne Kern gekauft und in so kleine Streifen geschnitten. Dann kommt etwas, was vielleicht einige von euch nicht kennen. Das sind Wasserkastanien. Das sind Wasserkastanien, die schmecken so, wie ich mir vorstelle, das Glas schmeckt. So klar und so knirschig und so. Kriegt man nur in der Dose oder im Glas. Dann kommen Weintrauben, die habe ich halbiert. Dunkle Weintrauben, kernlos, habe ich halbiert. So, jetzt werde ich erstmal versuchen, das hier zu vermischen. Falls mir das gelingt, wäre ich sehr froh. Es kann sein, dass ich das Dressing drüber schütte. Gleich. Mal sehen. So ein Suppenhuhn ist ja immer so ein großes, altes Huhn, so ähnlich wie ich. Ich würde auch viele Stunden kochen. Also nicht so was Zartes. Und deswegen muss man das auch in kleine Stücke schneiden, wenn man das wieder jetzt so verwendet zu einem Hühnersalat. So, jetzt nehmen wir Pfeffer. Obwohl da jetzt ein Dressing drüber kommt, mache ich trotzdem nochmal Pfeffer drauf. Und natürlich, wie anders sein, mein selbst gehobelter Chili. Dann, das ist ein Dressing, aber bevor ich das drauf tue, mache ich ein bisschen was Abenteuerliches. Dieses ist Kardamompulver. Davon nehme ich ganz wenig, aber das passt so wahnsinnig gut dazu. Nur wenig drüber streuen. Ein bisschen Kardamompulver. Dieses Dressing werde ich euch nochmal separat erklären. Das ist im Grunde genommen Orangensaft, Joghurt, ein bisschen Schmand, ein bisschen Essig, ein bisschen Chili und solche Dinge. Honig vor allen Dingen. Davon tue ich reichlich darüber. Denn dieser Geflügelsalat verlangt das. Der muss richtig so ein bisschen da drin schwimmen. Und vor allen Dingen, wenn ihr ihn... für Gäste macht ihn schön früh, der muss ziehen. Der kriegt seinen Charme erst, nachdem er so eine Stunde oder zwei gestanden hat. Dann hat er sich nämlich vollgesogen mit allem. Und sonst kommt er nicht so gut, wie er kommen sollte. So, wie gesagt, den verteile ich jetzt unter mehreren Personen. Ich muss ihn auch gar nicht probieren, denn ich habe ihn schon so oft gemacht. Aber für euer Auge zeige ich euch jetzt wieder, wie ich das mache, wenn ich das jetzt so servieren würde. So in dieser Schüssel nehme ich einfach immer nur so Blätter, weil so eine kalte Schüssel ist nicht schön. So und ein bisschen so.
Und dann müsst ihr darauf achten, wenn ihr das jetzt so servieren würdet, wenn die Gäste kommen, immer zur Mitte hin. Salat nie flach in einer Schüssel. Immer zur Mitte hin so eine Spitze bauen. Das ist ganz wichtig. Immer so zur Mitte hin so eine Spitze bauen. Sonst sieht das nicht gut aus. Und zum Schluss wieder angeröstete Cashewkerne drüber. Ruhig reichlich. Hierzu würde ich jetzt einfach nur einen Toast servieren. Und ich zeige es euch nochmal aus der Nähe. Gut, so simpel, ne? Eigentlich das Huhn kochen, das war die Arbeit. Wisst ihr was? Dieser gute alte Anton hier neben mir, der liefert mir gerade mal wieder die Krönung dieses Salates. Es ist hier ein treuer Majoranstrauch, der hier immer neben uns steht. Na, das ist doch jetzt perfekt. So, jetzt stelle ich euch ein Buch vor. Letizia Columbani ist in Bordeaux geboren, 76, ist wahnsinnig hübsch, Schauspielerin, Regisseurin. Dies ist ihr Erstlingswerk und das hat hammerartig eingeschlagen. Hier verbindet sie zu einem Zopf quasi symbolisch die Schicksale dreier Frauen, die sich aus ihrer Situation befreien und nach oben arbeiten. Das ist einmal aus Indien kommend die Frau, aus Kanada kommend die Frau und aus Italien kommend. Und alle haben sie was Gemeinsames, was ich euch nicht verraten werde. Ihr habt dieses Buch wahrscheinlich schon gelesen, denn das war der absolute Renner, als es rauskam. Erstlingswerk. So, ihr könnt auf unserer Seite sehen, wo ihr und wie ihr das bekommt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und aufs Glöckchen zu hauen. Und bleibt weiterhin fröhlich, nicht schlecht gelaunt. Man kann sein Leben lachend oder schlecht gelaunt verbringen. Es geht nicht schneller und auch nicht langsamer. Also, gute Laune. Hier ist unser Salat.